Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Wir sind dabei, das letzte Feld noch zu dreschen und auch die Ballen dann zu pressen. Ich lasse jetzt den Helfer hier weiter durchspringen, dann springen wir rüber in den Fendt und werden Schwaden hier schon einsammeln und dann hoffen wir, dass das alles auch so klappt. Ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuschauen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr meine Videos guckt, dass ihr ein kostenloses Abo dalassen würdet und vielleicht auch ein Like. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal viel Spaß hier auf der NFM wieder. So, wir lassen den da stehen. Gehen rüber zum Fendt. Starten. So, dann wollen wir mal. Machen, weiß ich noch nicht, habe ich mir noch nicht so wirklich überlegt. Wir müssen aber auch noch mal schauen, dass wir die Mehlbude, wie die am Laufen ist. Oder das könnten wir mal eben machen. Produktionen. Die Mehlbude hat ein bisschen was an Mehl da. Ja, noch nicht so, aber sie läuft und das ist schon mal viel wert. Vielleicht wäre es eine sinnvolle Sache, den Komposter zu kaufen. Das ganze Stroh im Komposter reinzuschmeißen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das werden wir auch tun. Warten jetzt erstmal ab. So, nächste Bahn. Dann werden wir gleich den LKW wiederholen müssen, um Drescher abzutanken. Können wir am besten immer auf dieser Bahn, wenn er wieder hochfährt. So. Dann haben wir das dann gleich auch durch. Thank you.
wahrscheinlich bleibt da so ein bisschen was noch drin. Oder ein bisschen stehen. Wir lassen uns überraschen. So. Stroh liegen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir dann auf dieses Feld. Gleich mit dem Fendt. Um
werden dort noch Stroh einsammeln. Den LKW lasse ich jetzt auch direkt am Hof stehen. Jetzt abgeschlossen ist, denn das war ja noch auf dem einen Feld Stroh einsammeln. Schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Wahrscheinlich müssen wir dann die Presse einmal zurücksetzen, weil wir hatten ja beim letzten Mal auch Probleme gehabt beim Einklappen. Jetzt an der Stroh-Schwad mit. Und dann schauen wir mal.
klar, kriegen wir alles mit, kriegen wir alles mit. Dann kommt hier das bisschen noch. Und dann wollen wir mal gucken. Sehr schön. Hochfahren. Bitte alles entleeren. Oder dann wollen wir auch einklappen. Da auf jeden Fall die Kolli drin. Mal gucken, ob wir jetzt hier durchkommen. Aber ja, doch. Da kamen wir durch. Zurück. Und Sprit wird ziemlich knapp. Ich hoffe, dass wir das Stückchen noch fahren kriegen. Darf jetzt eigentlich dann nichts mehr passieren. Ich kürze jetzt auch ausnahmsweise einmal hier so ein bisschen ab. Thank you.
immer noch. So. Dann fahren wir hier mal in die beiden Touren hier. Ach, dahinter ist auch noch ein Feld. Also die beiden Felder müssen wir dann komplett noch machen. Ich denke mal, ziehen wir jetzt hier so komplett die Tour durch. Das würde ich mal so behaupten. Die ziehen wir jetzt durch bis hinten hin. Durch. Aber meine Freunde, das soll es für die Folge für Sonntag gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, ein Like da lassen würdet. Damit unterstützt ihr meinen Kanal unheimlich. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet, wenn wir LS22 spielen. Schaut in den anderen Videos vorbei. Liked sie, kommentiert sie. Ja. Unterstützt mich, wo ihr könnt. Indem ihr liked, ein Abo dalasst, Freunde einladet, die vielleicht auch noch ein Abo dalassen, dass wir auch mal ein bisschen noch wachsen. Bis dahin, danke und tschüss.